Hallo und herzlich willkommen hier auf Lurella.de. Heute möchte ich euch zeigen, wie man die Schnittgerade von zwei Ebenen bestimmen kann. Das heißt, wenn ich zwei Ebenen im Raum habe, schneiden die sich in aller Regel in einer Geraden. Und die möchte ich heute bestimmen. Es gibt noch die Fälle, dass sie parallel sind oder identisch. Dann funktioniert unser Verfahren einfach gar nicht. So, ich habe hier zwei Ebenen aufgestellt. Ebene 1 und Ebene 2. Beide schon die Koordinatengleichung. Wenn ihr das nicht mit der Koordinatendarstellung habt, schreibt sie einfach um. Es ist wirklich am geschicktesten. So, nun nehmen wir die zwei Gleichungen. Und ähnlich einem linearen Gleichungssystem sagen wir einfach, wir versuchen mal eine von den Variablen zu eliminieren. In unserem Fall bietet sich das zum Beispiel an, die erste minus die zweite Gleichung zu machen, sodass das x1 verschwindet. Das heißt, ich rechne einfach 1 minus 2. Und dann kommt hier raus x1 minus x1, naja, gibt genau 0. x2 minus minus x2 gibt 2 x2. Minus x3 minus 3x3 minus minus gibt wieder plus. Das heißt, minus x3 plus 3x3 gibt plus 2x3. Ja, 0 minus 4 gibt minus 4. So, jetzt habe ich nur noch eine Gleichung da stehen. Und mit einer Gleichung mit zwei Unbekannten. Wir wollen eine Schnittgerade bestimmen. Bei der Schnittgeraden gibt es immer diesen Faktor t. Nun legen wir willkürlich einfach einen von beiden als t fest, x2 oder x3. Ich nehme eigentlich immer das, wo der größere Vorfaktor vorne dran steht. In dem Fall sind beide gleich, also vollkommen willkürlich. Ich sage also, x3 soll t sein. So, wenn ich das gesagt habe, dann passiert ja Folgendes. Da steht hier 2x2 plus 2t. Ist gleich minus 4. Ich möchte es nach x2 auflösen. Also minus 2t. 2x2 ist gleich minus 4 minus 2t. Ich teile das Ganze durch 2 und bin am Ziel. X2 ist gleich minus 2 minus t. Ich habe also auch einen Ausdruck gefunden für x2. Nun, als nächstes möchte ich x1 noch bestimmen. Ich kann also willkürlich e1 oder e2 nehmen und setze mal alles, was wir bisher hatten, ein. Also in e1 einsetzen. Für x1 haben wir noch nichts. Also x1 plus x2, das wissen wir ja, ist minus 2 minus t. Minus 2 minus t. Und als guter Letzt noch x3. Also minus t gleich 0. Vereinfachen wir das, dann steht hier x1 minus 2 minus 2t gleich 0. Einfach zusammengefasst, wir lösen nach x1 auf. Das heißt plus 2 und jetzt noch plus 2t. So, wir sehen also, wir haben für x1, x2 und x3 jeweils eine Gleichung rausbekommen, die von t abhängt. Nun, wie komme ich da auf eine Gerade? Naja, eine Gerade hat eine Gerade g, schreibe ich ja immer als x ist gleich x-Vektor. Eine x-Vektor heißt ja nichts anderes als x1, x2, x3. Für x1 setze ich jetzt einfach das hier ein. 2 plus 2t für x2 minus 2 minus t und für x3 einfach nur t. So, ihr seht, ich kann hier ganz einfach einen Vektor draus machen. Das Minus schreibe ich noch in den Vektor. Und jetzt kann ich das vom hinteren Vektor einfach das t noch ausmultiplizieren, rausziehen. Dann steht für uns noch da 2 minus 2, 0 plus t mal. Wenn ich jetzt das t rausziehe, dann steht hier einfach nur noch die 2, minus 1 und 1. Wir haben also nun unsere Schnittgerade g, x ist gleich 2 minus 2, 0 plus t mal 2 minus 1, 1. T natürlich Element der reellen Zahlen. So,
Ich habe vorher noch kurz angesprochen, dass es auch den Fall geben kann, dass es keine Schnittgerade gibt. Naja, dann wäre ich bei dem hier, dem Schritt hier drüben schon, bei, wo ich die Ebenen voneinander abgezogen habe, auf entweder einen Widerspruch gekommen oder auf etwas, was allgemein immer gilt.